kein Bier vor vier? In Österreich ist das ein bisschen anders. Laut einer Studie gehört Österreich zu den 10 Ländern, wo der Alkoholkonsum pro Jahr am höchsten ist. Wir konsumieren rund 12 Liter reinen Alkohol jährlich. Wir haben uns in Wien umgehört, wie viel die Menschen tatsächlich trinken. Bier vor vier, ist das gemeint jetzt mit der Uhrzeit oder mit dem Alter? Mit der... Jetzt haben wir, glaube ich, noch nicht 12. Sie halten sich nicht dran, oder? Also kein Bier vor 11 Uhr Vormittag. Ab 10 geht schon. Mineralwasser, ja. Ja, ich trinke schon Bier, aber im Vormittag nicht. Denken Sie, dass die Österreicher zu viel trinken? Na schon, schon. Ich meine, ich trinke mein Bier, ein Bier und dann gehe ich wieder zu Hause. Morgen gleich kaufen. Also Sie trinken ein Bier am Tag? Ja, manchmal zwei, am Abend nur eins oder sonst. Ich bin Halbdeutscher und Halbtscheche. Tschechien hat den höchsten Bierkonsum auf der ganzen Welt. Österreich den zweithöchsten, Deutschland den dritthöchsten. Ich trinke regelmäßig Bier, auch gesellschaftlich. Und ich denke, man muss halt gucken, dass man nicht alleine anfängt, Bier zu trinken. Oder dass man auch es nicht übertreibt generell. Und halt nicht auf einmal so 10 Bier anfängt zu trinken an einem Tag, sondern es vielleicht bei 1, 2 dann mal lässt. Ja, ich denke auch, der gesellschaftliche Aspekt dabei ist einfach das, was uns am meisten anspricht und halt auch Genuss, muss man wirklich sagen. Und wenn man es nicht übertreibt, ist es ja doch überschaubar und gut kontrollierbar, sag ich mal. Ich bin jetzt in der Klausurenphase, da wird kaum was getrunken. Aber sonst wird im Sommer natürlich schon das ein oder andere Mal gefeiert. Also auf so 3, 4 Tage in der Woche geht man schon feiern in der Hochzeit, sag ich mal. Nach der Klausur wahrscheinlich auch. Beispiel, ja, auf jeden Fall. Und dann werden es vielleicht ein paar Bierchen auch. Ja, ich würde auch sagen, das ist vom Wetter auch viel abhängig und von den Leuten, mit denen man ist, weil es kann auch schnell eskalieren mit den richtigen Leuten oder es bleibt eben bei einem Feierabendbier. Ja, aber es ist abhängig, aber ich glaube so, weiß ich nicht, so 2 bis 5 Bier wären es schon. Trinken Sie Bier? Nein. Warum? Schmeckt es Ihnen nicht? Ist es zu teuer? Welche Gründe gibt es da? Ich trinke jetzt Wein. Ich trinke maximal 100 Gramm reinen Alkohol innerhalb von 7 Tagen. Wie viel ist das in Bierdosen? In Bierdosen? Aber ich kann sie in den Wein umrechnen. Mhm. Das entspricht einer Flasche Rotwein pro Woche. Was schmeckt Ihnen besser, Bier oder Wein? Bier, sicher. Oder Spritzer geht auch. Alle trinken so gern. Schau, wie viele Leute kommen und trinken Bier. Wir trinken nicht viel, weil wir wenig Geld haben, aber wir genießen es. Es ist unfassbar. Es ist eine Tradition, es gehört dazu und wir lieben es. Wie schaut es mit dem Preis aus? Finden Sie den Preis okay? Ist Alkohol zu teuer? Was denken Sie darüber? Zu billig. Zu billig? Ja. Wenn er teurer wäre, würde man weniger trinken. Ja klar, Bier schon, gewisse lokales Bier schon der. Aber so da ist günstiges Bier. Da passt, darum trinken sie alle Bier. Ich glaube, der da drüben da und der da. Apropos schon wieder leer. Das war das teuerste Bier, was Sie getrunken haben. Wo war das? Ey, hier. 5,60 € kostet eine Flasche Wieselburger. Das dürfte letztes Jahr in München bei einem großen Konzert gewesen sein. Da waren es, glaube ich, 14 € für 1 Liter. 29,99 € 0,5. Schweden lässt grüßen, die nehmen ganz teure Preise und war dann Premium-Bier, ja. Also das war sehr lecker, war zu teuer. Oktoberfest. Oh ja, stimmt, die Wiesen, ja. Ja, für eine Maß 15 € mittlerweile ist schon brutal. Ja. Wenn es nicht schmeckt, ist es wurscht. Man kauft sich einen Kaffee um 4,70 €, nicht? Ja, jeden Tag ist Kaffee aus und kauft einen Melange. Apropos schon wieder leer. Schon wieder neues bestellt. Trinkt es auch Bier? Aber Bier schmeckt. Und die Österreicher sind Weltmeister beim Bier trinken. Na dann, Prost, lassen Sie sich Ihr Bier schmecken. Wollen Sie was trinken?